Oh nein, das Haus brennt und meine Eltern sind nicht da. Nein, das ganze Haus brennt und meine Eltern sind noch nicht zu Hause. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ich muss schnell nach draußen rennen. Schnell nach draußen. Oh, ich bin draußen. Oh, puh, ich bin draußen. Aber halt, stopp. Was ist denn mit meiner kleinen Schwester? Wo ist meine kleine Schwester? Wo ist meine kleine Schwester? Die ist noch nicht hier. Die ist noch hier. Ich muss wieder ins Haus und die retten. So, schnell ab ins Haus. Bist du hier, kleine Schwester? Nein, hier bist du nicht. Wo bist du, kleine Schwester? Bist du draußen? Nein. Nein, 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 nein. Wo ist meine kleine Schwester? Wo ist meine kleine Schwester? Oh nein, meine kleine Schwester ist noch hier und es ist keiner da, um sie zu retten, außer ich. Oh, hier brennt alles. Hier brennt alles. Alles voll mit Feuer. Alles voll mit Feuer. Da ist ja meine kleine Schwester, komm, komm. Oh, und jetzt schnell nach draußen, kleine Schwester, ich rette dich. Kleine Schwester, ich rette dich. Schnell nach draußen. Schnell, 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 schnell. Bapo, das hast du aber sehr gut gemacht. Du bist ein wahrer Held. Du bist noch einmal in das brennende Haus gegangen und hast deine kleine Schwester gerettet. Du hast das Zeug zu einem wahren Lebensretter, einem Feuerwehrmann. Wenn du einmal groß bist, dann wirst du sicher ein richtig guter Feuerwehrmann. Oh, vielen Dank. Dann möchte ich Feuerwehrmann werden, wenn ich groß bin. Dann kann ich ganz vielen Menschen helfen. Und das mache ich super gerne. Denn die Bapo-Bande hält zusammen. Deswegen müsst ihr jetzt alle das Video liken und abonnieren. Mensch, Bapo, da hast du es uns mal allen wieder richtig gezeigt. Du bist furchtlos in das Haus gerannt und hast alle Bewohner des Hauses gerettet. Du bist ein wahrer Held und Feuerwehrmann, obwohl du erst seit einem Jahr im Dienst bist. Ach, weißt du, Julian, Feuerwehrmann zu sein war schon immer mein größter Lebenstraum. Als ich ein kleiner Junge war, hat unser Haus gebrannt. Meine Eltern waren nicht zu Hause und ich habe dann meine kleine Schwester vor den Flammen gerettet. Boah, cool, Bapu. Dann hast du das einfach im Blut. Komm, wir müssen zurück zu der Feuerwehrstation. Unsere Arbeit hier ist getan. Okay, ich fahre uns zurück zum Hauptquartier. Einmal einsteigen. So, und jetzt auf zur Feuerwehrstation. Schnell wieder zurück, damit die Feuerwehrstation immer schön belegt ist und wir dann voll schnell auf die ganzen Feuer, die hier in Brookhaven herrschen, reagieren können. So, da vorne ist die Feuerwehrstation, das Brookhaven Feuerwehrdepartment aus Roblox Brookhaven City. So, Fire Station hier rein und wir sind wieder zurück in der Feuerwehrstation. Uhu, so. So, Julian, wir sind wieder angekommen. Mach dich schon mal für den nächsten Einsatz bereit. Ich habe das Gefühl, dass wir heute noch öfter ausrücken müssen. Bapo, komm mal bitte in mein Büro. Bapo, das ist aber kein gutes Zeichen, wenn dich der Alte in sein Büro ruft. Ach, der hat einfach nur viel mitgemacht. Man muss wissen, wie man mit den Leuten umzugehen hat. Der ist eigentlich ein ganz netter. Na, wenn du meinst, viel Glück, Bapo. Ja, dann bin ich mal so gespannt, was der Chef mir so zu sagen hat. Hallo Chef, wir haben den Brand ordnungsgemäß gelöscht und wir konnten alle Bewohner des Hauses retten. Was kann ich sonst noch so für Sie tun? Also Bapo, ich muss schon sagen, das was du hier leistest, ist schon sehr gut. Ich weiß noch, damals vor 10 Jahren, als du deine kleine Schwester gerettet hast, da habe ich dich gesehen und wusste gleich, dass aus dir eines Tages ein super Feuerwehrmann werden würde. Vielen Dank! Der Tag war auch in meinem Leben ein ganz besonderer Tag. Ich werde niemals vergessen, wie ich meine kleine Schwester gerettet habe und sie mir dann gesagt haben, dass ich eines Tages mal ein großartiger Feuerwehrmann werden würde. Genauso war es, Bapu. Und tatsächlich steht jetzt hier vor mir der beste Feuerwehrmann, den es je in ganz Brookhaven gegeben hat. Ich möchte dich bei der Bürgermeisterin als meine Nachfolge empfehlen. Du weißt ja, in einem Monat gehe ich in Rente. Boah, vielen Dank, Chef. Ich fühle mich wirklich geehrt. Immerhin sind Sie hier eine lebende Legende. Sie haben so viele schlimme Feuer bekämpft und ich bin ja fast noch grün hinter den Ohren. Ach, Bapu, mach dir da mal keine Sorgen. Die alte Bürgermeisterin kann zwar eine Schreckschraube sein, aber sie hat doch bisher immer auf meinen Rat gehört. Sie müsste auch gleich kommen. Wir haben hier einen Termin vereinbart. Hallo, ich bin die Bürgermeisterin von Brookhaven
Und wer bist du? Ich bin der Feuerwehrmann Babu und ich soll der Nachfolger vom Chef werden. Ist das dein Ernst? Dieser junge Bursche, wie soll der ein ganzes Feuerwehrdepartment leiten? Brookhaven ist eine Großstadt mit vielen tausend Einwohnern. Da kann doch kein Jüngling die Feuerwehr übernehmen. Das sieht politisch gar nicht gut aus. Ich darf meine Wähler nicht enttäuschen. Aber Frau Bürgermeisterin, Babu ist mit Abstand der beste Feuerwehrmann, den es hier je im Department gegeben hat. Und wir haben hier nun wirklich viele Feuerwehrmänner gehabt. Sie können sich vielleicht noch an die Geschichte von vor 10 Jahren erinnern. Da hat ein kleiner Junge seine kleine Schwester aus dem Feuer gerettet. Das ist Babu. Babu ist der kleine Junge von damals. Das ist ja eine rührselige Geschichte. Aber ich bleibe bei meiner Entscheidung. Babu ist einfach noch viel zu jung. Das mögen meine Wähler nicht. Die sollen das Gefühl haben, in Sicherheit zu sein. Tut mir leid, Babu. Da lässt sich leider nichts machen. Ich bin mir sicher, dass du hier irgendwann mal der Chef bist. Du bist einfach der beste Feuerwehrmann, den wir hier je hatten. Ich kann es einfach nicht fassen, dass dich die Bürgermeisterin nicht als neuen Chef der Feuerwehrstation haben will. Immerhin bist du der beste Feuerwehrmann, den wir hier je hatten. Dann ist es so. Ich werde dann einfach weiter als Feuerwehrmann arbeiten und den Menschen so helfen. Babu, das ist der Alarm. Schnell, wir müssen zum Einsatz fahren. Komm, steig ein, Julian. Ich fahre uns zum Einsatz. So, auf geht's zum Einsatzort. Schnell, die Feuerwehr wurde gerufen. Wir müssen ein Feuer retten. Wir müssen ein Feuer löschen und die Menschen retten. Schnell, 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 schnell. Oh, da vorne sehe ich schon. Da oben ist das brennende Haus. Schnell hier einen Schlenker nehmen und ab zum brennenden Haus. Oh nein, das ganze Haus steht in Flammen, aber da steht schon jemand. Da ist schon jemand aus dem Haus raus. Schnell anhalten. Oh nein, das sieht gar nicht gut aus. Hallo, holen Sie meine Familie da raus, bitte. Keine Angst, wir machen das. So, schnell ab ins Haus rein, ab ins Haus rein. Hier sind noch irgendwo Menschen. Wir müssen die retten. Hier ist niemand. Schnell nach oben. Schnell nach oben. Ist hier jemand? Nein, hier ist auch keiner. So, ist hier jemand? Nein, nein, hier. Oh, da habe ich jemanden gesehen. Da habe ich jemanden gesehen. Kommen Sie mit. Kommen Sie mit. Wir müssen schnell hier raus. Nein, mein Baby ist noch hier im Haus. Wir müssen das zuerst retten. Okay, kommen Sie mit. Ich suche das Baby und dann müssen wir schnell hier raus. So, ich suche das Baby. Ist das Baby hier? Nein, hier ist das nicht. Hier ist das nicht. Ist das Baby hier vorne? Nein, nein, nein. Hier ist das Baby auch nicht. Oh, 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 oh. Schnell nach unten, schnell nach unten, schnell nach unten. Ist hier das Baby? Ja, hier ist das Baby. So, ich nehme jetzt schnell das Baby. Kommen Sie mit. Kommen Sie mit. Wir müssen schnell hier raus. Wir haben das Baby jetzt gefunden. Schnell, schnell, schnell. Schnell nach draußen, ab nach draußen. Schnell, kommen Sie mit. Vielen Dank, Sie haben meine ganze Familie gerettet. Wie kann ich mich nur jemals bei Ihnen bedanken? Wer sind Sie eigentlich? Ich bin Feuerwehrmann Babu, der jüngste und beste Feuerwehrmann aus ganz Brookhaven. Oh, das ist mir jetzt aber peinlich. Ich bin die Bürgermeisterin von Brookhaven. Vielen Dank, dass Sie mich und meine Familie gerettet haben. Das ist mein Job und damit Ehrensache. Und Ehrensache ist auch, wenn ihr jetzt alle das Video liked und abonniert. Hiermit verleihen wir Babu die Ehrenmedaille von Brookhaven. Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank! Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe. Ich habe einfach nur meine Arbeit getan. Das ist noch nicht alles, Babu. Wie du ja weißt, hat das Feuerwehrdepartement von Brookhaven keinen Chef. Der alte Chef hat dich als Nachfolger empfohlen. Hiermit ernenne ich dich zum neuen Chef der Brookhaven Feuerwehr. Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank! Abonniert den Kanal! Tschüss!